Auf das Bier, das jetzt auf den Kanal kommt, freue ich mich tatsächlich sehr. Es ist ein Bier aus einer Brauerei, von der man diesen Bierstil überhaupt nicht erwartet hätte. Über was ich gerade rede, das verrate ich euch alles nach 6 Sekunden. Dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und auch interessiert seid, was ich heute für ein besonderes Bier habe. Denn ich glaube tatsächlich, ich kann sagen, dass das Bier, was jetzt hier am Kanal ist, durchaus Respekt verdient. Respekt gegenüber der Brauerei, Respekt gegenüber dem Mut, den man offensichtlich hatte, diesen Bierstil zu brauen in einer Umgebung, wo ich glaube, dass Iced Coffee Porter, denn darum geht es nämlich heute, gar nicht mal so bekannt sind und auch jetzt nicht auf irgendeinen Markt treffen, der das aufsaugt wie nichts. Es geht nämlich um die Brauerei Eck aus Vorarlberg und an der Stelle kommt dann wieder mein Diplom-Biersommelier-Kollege Dominik ins Spiel, an den ich ein fettes Danke rausschicken möchte, der mir nämlich dieses Bier besorgt hat. Das Bier gibt es nämlich nur im Rampenverkauf, ist ein Bier des Monats, dass die Brauerei Eck jetzt offensichtlich monatlich auflegt. In welchem Maßstab sie das machen, weiß ich gar nicht. Muss ich Dominik mal fragen. Ist mir jetzt gerade so ein bisschen durch den Kopf geschossen. Weiß gar nicht, wie viel sie davon machen. 5,2 Volumenprozent Alkohol, 13,8 Grad Plato, Wasser, Malz, Hefe, Hafer, Laktose, Kaffee und Hopfen sind drin. Also Iced Coffee Porter. Es ist Laktose, Kaffee. Mit drin. Und 13,8 Plato, haben wir gesagt. Ich bin echt gespannt und werft nochmal schnell einen Blick hier auf die Bottle Cap. Und solltet ihr mal in der Nähe der Brauerei Eck in Vorarlberg sein, dann schaut einfach mal, was das aktuelle Bier des Monats ist. Da macht man sich offensichtlich im Augenblick einen Spaß draus, richtig schöne kreative Biere zu brauen und die dann unter das Volk zu bringen, dass ich dann vielleicht an sowas auch erfreuen kann. Und auch mal so ein bisschen was für die Biervielfalt tun, wobei die Brauerei Eck ja sich da jetzt auch nicht verstecken muss. Wir haben eine schöne, tiefschwarze Farbe, Porter. Ja, das ist also schon mal so richtig schön stout-schwarz, hätte ich mal gesagt. Da gibt es wenig, also ganz, ganz entfernte, leichte rötliche Reflexe. Wir haben einen Schaum, der eine so ein bisschen bräunliche, hellbraune Färbung hat. So. Eben war es noch ein Fingerbreit, jetzt ist es schon wieder ein bisschen weniger, aber super fein. Der Schaum. Oh, und wir haben eine herrliche, leichte Röstaromatik, die so ein bisschen Schokolade, Kakao geht. Da ist Kaffee mit drin. Und eben auch so ein bisschen was Milchiges. Und ich habe sowas von Lust auf den ersten Schluck. Ich hoffe, ihr auch. Servus. Cheers. Und das ist so weich. Das kommt mit dieser tollen Kakaonote rein. Ein bisschen Bitterschokolade. Und dann kommt ganz hinten leicht der Kaffee rein. Aber man merkt tatsächlich diese Laktose drin, die eine schöne, süßliche Note reinbringt, die aber dann eben auch von diesen Bitter Noten des Kaffees, wahrscheinlich auch vom Hopfen, so ein bisschen wieder niedergebremst wird und das Ganze eben zu einem herrlichen Kaffee Latte, hätte ich jetzt beinahe gesagt, oder Cappuccino wird. Also da hat man wieder viel richtig gemacht an der Stelle. Gerade jetzt, wenn man das liest, so Iced Coffee Porter, dann denkt man so, naja gut, haben sie das denn jetzt wirklich auch so hingekriegt? An der Stelle kann ich sagen, ja, das haben sie so hingekriegt. Richtig, richtig cool. Leichte, bittere, schönes, mittleres Mundgefühl, sehr angenehm zu trinken durch diesen Laktoseeinfluss, einfach super weich und wir haben Hafermalz drin, auch das merkt man einfach im Mund, da kommt ein schönes, weiches Mundgefühl zustande und dieses Bier halt einfach so untypisch für eine Brauerei wie die Brauerei Eck, aber sie haben es trotzdem gemacht und wie gesagt, an der Stelle mal virtuelles Kapperl gezogen, das finde ich richtig, richtig cool. Wenig Würze bei dem Bier. Ich glaube, das erwartet man jetzt auch nicht unbedingt, sondern man kann sich so ganz auf die Röstaromatik konzentrieren und das lohnt sich bei dem Bier tatsächlich. Hat einen schönen mittleren Körper von der Kohlensäure her. Moment. Und das ist schön im mittleren Bereich. Hat, denke mal, eine feine Perlage, aber von der Intensität her dann doch im schönen mittleren Bereich, passt alles wunderbar.
eine ja, cremige, minimal ölige Textur und hinten raus bleibt dann einfach so diese Bitterschokolade noch hängen, so ein bisschen das Kaffee-Aroma, Röstnoten und diese schöne, angenehme Laktosesüße, die uns dann in den Nachtrunk rein begleitet, rundet das ganze Bild dann einfach ab. Ich muss sagen, also nochmal virtuelles Kappa gezogen für das Iced Coffee Porter aus der Brauerei Eck von ProbierTV gibt es dafür echt wohlverdiente 4,5 Punkte für das Iced Coffee Porter aus der Brauerei Eck. Und solltet ihr, wie gesagt, mal in der Nähe sein, dann schaut mal, was die gerade Freakiges am Start haben. Wenn das durchgezogen wird, dieses Konzept mit dem Bier des Monats, dann bin ich mal sehr gespannt, was das nächste sein wird. Damit habt ihr irgendwie schon mal die Messlatte für die kommenden Biere relativ hochgelegt. Dann soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn ihr dieses Bier kennt, schreibt mir einfach mal eure Kommentare hier unter dem Video. Und wenn ihr noch kein Abo von dem Kanal habt, dann solltet ihr hier schnell an der Stelle das Ganze nachholen. Zwei Videos gibt es hier noch zu schauen, die unbedingt von euch geschaut werden wollen und ihr offensichtlich noch nicht gesehen habt. Dann soll es gewesen sein. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.